So, Hallöchen, herzlich willkommen zu Horizon Zero Dawn. Ich bin der Franconia, das sind wir wieder. Und wir geben uns zum nächsten Händler, werden mit ihm noch ein bisschen plaudern und unsere super coolen Wertgegenstände verkaufen. Muss ja sagen, wir bekommen da echt nicht viel und auch nichts Großartiges, also... was? Bearbeiteter Metallbruch, Kristallgeflecht, Wüstenglas. Nein. Schmutziger Korb. Nein. Eine Bildhauerkiste. Scherbenspielkiste, Modifikationskiste, gestrandete Fesseln, gestrandete Figur, was? Wo bekomme ich die her? Wo bekomme ich die gestrandete? Die gestrandete Fessel 1 und 2 her? Wie komme ich die gestrandete Fessel aus? Meine armen Füße. Was? Kann ich die bei der kaufen? Scheiße. Zurück aus der Wildnis? Hast du Banuk-Relikte? Ach, geh mir jetzt du nicht auf den Sack. Die Banuk werden sich über ihre Relikte sehr erfreuen. Nein, es gibt da nicht mehr. Viel Glück da draußen. Sag mir bitte Bescheid, wenn du Banuk-Relikte findest. Ich zahle gut für Banuk-Relikte, Fremde. So, wir waren ja gerade bei dem, ne? Dann gehen wir mal zu dem Gefäß Sammlung. Schande, dass eine Frau sonnenhaarig der Loge geworden ist. Boah, das macht mich jetzt gerade irgendwie... Das bringt mich total aus dem Konzept jetzt, ey. So, wir verkaufen mal den Zeug, das ganze Klump. Hallo! Ja, ich erinnere mich. Hast du denn die Gefäße gefunden? Wir haben mit dir schon geredet. Gut, dann machen wir das nimmer und handeln einfach. Ja, machen wir schnell. Ich habe zu tun. Gut, hier ist gar keine Sau. Boah. So, Ballast, Belohnungskiste. Gegen altes Gefäß. USRC, altes Gefäß Miriam, HGH und Stirring Melcat. Sehr schön. Dann altes Gefäß Pharaoh, Bogen, U-Fly und Waferers. Palace Belohnungskiste Nummer 1. Nehmen wir natürlich dankend mit. Und altes Gefäß Odyssey, Metallurgic, Chomei, Gefäß Thunderheads. Nehmen wir auch noch mit. Wir bedanken uns. Scheiße. Jetzt geh du nur auf die Jagd und stöbere in den Ruinen. Ich bin total aus dem Konzept, hat er gemeint. So. Ja, das sind alles Modifikationskisten. Gratuliere. Ja, wir bekommen tatsächlich hier nur immer 500 Gil pro Kiste. Was? Verderbnisschutz, Spule.
ganz ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist doch... sehr, sehr... Ja, schwach klingt vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber es ist schon... Das, dass du die alle lootest, ist es doch, ja, schwach. Jeder braucht einen Farbtupfer im Leben. Komm, lass uns drüber reden. Hey, Kudif. Ah, du bist zurück. Hast du etwas Schönes für mich? So, mit dem haben wir auch schon über alles geredet, dann handeln wir ein bisschen. Ah, falschen wir um diese wunderschöne Beute. Ja, das ist relativ, ne? So, Kudis, Belohnungskiste. 10-mal Metallblume Modell 1. Immer her damit. Dann haben wir 10-mal Metallblume Modell 2 und eine duftende Kiste. Und 10-mal Metallblume Modell Nummer 3. Auf Wiedersehen, Eleonora. Ade! Hast du einen Augenblick, Fremde? So, dann können wir jetzt noch zu dem hingehen. Ich glaube, das ist dann der Spezialhändler, ne? Der nächste. Halt. Fuck. Nein. Dein Erz, Wächterherz. Dein Herz, dein Ernst. Oh fuck. Okay, weißt du, was wir machen? Nichts, verschiedene Sammelobjekte. Ich gehe nochmal zum Kollegen rüber. Muss ich doch nochmal hier runter. So, was braucht die Dame? Panzerwandererherz, Langbeinlinse, Plündererherz, Schnappmaul. Ah, weißt du was? Freunde! So, Panzerwanderer. Herz. Langbeinlinse. Plünderer. Herz. Jawohl, ja. Das haben wir schon. Schnappmaul. Linse. Wächterherz. Jo, so viel ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Weißt du was? Wir haben hier echt so dermaßen viel. Wir haben hier in der Tat so viel. Was soll der Geiz? So, uns fehlt. Panzerwandererherz. Langbeinlinse, fehlt es? Jo, fehlt. So, warte mal, die Fliegerlinse. Fehlt noch Schnappmaullinse, haben wir hier. Und Herz fehlt uns noch.
Wächterherz fehlt uns. Plündererherz und Panzerwandererherz. Das nehme ich mit. Naja, aber jetzt haben wir eigentlich die Panorama fehlen uns noch. Wir haben die Blumen verkauft, wir haben die alten Gefäße verkauft und die Artefakte. Es fehlen noch die Panoramen, ne? Es fehlen noch die Panoramen. Wir gehen aber jetzt nochmal hier rüber. So. Lass uns reden. Nein, lebhaft diskutieren. Bei der Sonne. Meine Frau führt jetzt die Jägerloge. Was passiert? So, es tut mir leid. Zurück aus der Wildnis? Ja. Hast du Banuk-Relikte? Fertig? Lass uns handeln. Ich habe so viel gelootet, da macht es uns nichts aus, wenn wir hier doch... Oh. Komm wieder, wenn du Banuk... Ich will dir einen Handel vorschlagen, Fremde. Das war die falsche. Jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir richtig. Einfach, weil wir es können. So. Dann machen wir die Markierung weg. Dann gehen wir nochmal hier noch hin. Geheimniskisten. Jetzt können wir nämlich hier noch was kaufen. So. Bearbeitet. Ach, da fehlt das alles. Jäger Kleinwildkiste, komm, wir nehmen es einfach mal. Schrotflinterkiste, jo. Fokola-Kiste. Bildhauerkiste. Wo finde ich die gestrandete Figur, alter Schwede? Kristallgeflechte, bearbeiteter Metallblock, das brauchen wir alles noch. Meines Bruders übernehmen. Macht sicher dieser Adligen den Hof. So sicher wie. So, wir werden aber so die Kisten aufmachen. Komm, wir machen mal die auf. Wow, 1000 Metallscherben. Alter! So, wir lassen mal die aber noch drinnen. Modifikationskiste. Gratuliere. So, ich will aber noch was, ein bisschen was bei dir verkaufen. Händler, wir verkaufen. Eigentlich nur Modifikationen, ganz klar. Ganz klar, hat er gemeint. Alles weg, was kam jede zahlt. Ui, das war aber auch knapp jetzt. Das war aber jetzt auch ein bisschen knapp. So, das können wir... Ohne schlechtes Gewissen können wir das verkaufen. So, sehr schön. Erhalten, erhalten, Spule, schieß mich pro Tarnung. Ah.
So, Artefakt haben wir hier, okay. Gefäße. Blumen. Jetzt mal ganz im Ernst, da fehlt doch dann noch was, oder nicht? Wir checken dann noch mal hier alles ab. Hier ist natürlich noch einer, wo wir bisher noch nicht rein konnten. Hier haben wir noch die Ruinen. Hier haben wir die Stadt. Hier muss es theoretisch auch noch irgendwo reingehen. Hier haben wir, wie es aussieht. Wir müssen zum Bunker, ne? Ja, verstehst du schon die Markierung? Ich trottel. So, ich gucke mich hier wirklich nur noch mal hier kurz geschwind um. Da ist der Grabhort. Der wurde nicht markiert. Das ist aber schwach, Franco. Ja, das ist aber schwach. Ah, keine Ahnung. Es bringt mich doch sehr aus dem Konzept jetzt, dass wir hier noch irgendwie... Erstens mal, dass ich die Panoramen... Die kann ich aber eigentlich gar nicht verkaufen. Wie bekomme ich denn... Warte mal, jetzt weiß ich, woher ich dieses Zeichen, dieses Logo kenne. Ist das das Kojima-Logo? Schau, oder? Das ist doch das Kojima-Logo. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Wir werden nicht großartig kämpfen. So, Breitkopf. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, Freunde. Ach, das können wir jetzt nicht mehr nachschauen, ne? Gerade aktuell. Okay, weißt du was? Dann machen wir doch eine ganz, ganz schnelle, 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 schnelle. Okay, hier kann ich nicht hinreisen, aber hier kann ich hinreisen. Machen wir jetzt hier nochmal eine Schnellreise, holen uns dieses Artefakt, diese, wie heißt das, Knecht-Weberinnen-Outfit, keine Ahnung, sowas in der Art. Und dann gucke ich nochmal. Ja, die Aufnahme läuft hervorragend, das ist sehr schön, das freut mich sehr. Das war doch dieses... Kojima-Logo. Warte mal, jetzt wird mir alles klar. Jetzt wird mir einiges klar. Ich habe doch mal in einer Folge erwähnt, dass es da zu Death Stranding, dass es da in diesem Spiel so Easter Eggs gibt, ne? Wo mache ich ihn jetzt hier? So, so, so. Yo, yo. Etwas Vorrat. Ich bin hier richtig, ne? Mich stört aber schon wieder.
komme ich jetzt da neu. Tausche die Energiezellen. Ach, das ist das, wo es hier nach unten ging, ne? War das das? Franconia, wo läufst denn du jetzt wieder hin? Da unten spielt nämlich die Musik. Boah! Boah, du blöde Sau! So fettes Fleisch, Alter, bin ich jetzt erschrocken von dir. Das kommt mir gelegen. Boah, die mich jetzt erschreckt. Wo ist denn der Bunkereingang noch einmal? Weil irgendwie gehe ich wieder hier viel weiter weg. Hey Franconia, was machst du gerade? Kann doch nicht sein, dass das mich jetzt so dermaßen aus dem Konzept bringt. Hier geht's entlang. Ja, aber hier waren wir doch auch schon, oder? Bin ich jetzt blöd? Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Etzerle. Autsch! Ui. Boah, jetzt dachte ich schon, die fällt runter, ne? Alter Schwede. Ui. Wir können es jetzt endlich holen, wie geil. Wie geil. So, Netzkabel hat er gemacht. Die zweite? Das ist eine Art Code. Vielleicht gibt's hier einen Hinweis. Was ist denn das schon wieder hier? So, was haben wir denn hier? Ich glaube, die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. 12, 15, 18, 21, okay. Vielleicht finde ich hier irgendwo mehr Informationen darüber, wie das alles funktioniert. Sieht aus, als hätte jeder Schalter vier unter... Vielleicht, wenn ich jeden Schalter in die richtige Position bringe. Zwölf, 15, 18, 21. Sag bloß, jetzt hänge ich hier fest, ey. Alles klar. 12. So, 12 Uhr, 15 Uhr. 18 Uhr. Und 21 Uhr. Dann schaue ich mal nach der Tür. Alter, untersuche den Bunker. Ja, leck mich doch fett. Sieht aus, als ließen sich die Klammern irgendwie öffnen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Mechanismus einzuschalten und die Klammern zu lösen. So, Luden, Luden, Luden. Ich danke dir. Das werden wir gleich lesen.
Ich möchte aber hier nochmal das. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ich könnte wieder eine Reise mitnehmen. Dein Ernst? Ich kann nicht alles mitnehmen? Was kann ich hier nicht mitnehmen? Ja, okay. Kann man verkraften, was kann ich hier nicht mitnehmen? Ui. Boah. So, experimentelle persönliche Rüstung, Nanogewebe mit eingearbeitetem Mikrooperationsgeflecht. Da kennst du dich aus. Ich muss jetzt schon wieder so Kampfmodus hier. Okay, wir lesen es uns mal durch hier. So, Textnachricht. Datenbeschädigung minimal. Das freut mich natürlich. Von Major Garrow. Datenbeschädigung minimal. Von Major Garrow an General Aaron Harris. Betreff Ultragewebefortschritt. Oh. General, Sie wollten es schnell, billig und gut. Und das werden wir liefern. Durch die Verwendung einer flexiblen Nanofasergewebes statt einer Panzerung und die Verbesserung des Schutzes mit einem 400 EV Hartlicht-Mikroprojektor haben wir unseren Testzyklus von Wochen auf Tage reduziert. Ich bin sicher, dass wir den Anzug nächsten Monat rausbringen können, und zwar mit genug Produktionskapazität, um Dutzende Elite-Einheiten zu versorgen. Zudem wird er nur halb so schwer und halb so teuer, aber bietet die doppelte Mobilität. Dazu müssen wir nur wissen, wie es um die finanziellen Mittel steht. Und wir benötigen noch einige Techniker und eine weitere erfahrene Testperson. Ich weiß, dass die Ressourcen bereits bis zum Äußersten ausgereizt sind, aber jede weitere Verzögerung würde den Zeitplan gefährden. Deswegen bitte ich um eine schnellstmögliche Rückmeldung. Möge Gott in diesen dunklen Zeiten mit Shane und Ihnen sein. Semper Fi, Major Garrow. So, und nun? Was ist das für eine Kampfausrüstung, ey? Was muss ich jetzt machen eigentlich? Untersuche den Bunker, gratuliere. Ah, verstecktes Plating-Kabel. Ich muss nur diese Energiezellen einsetzen. Dann müsste es gehen. Diese Zahlen, die müssen mit den Abschnitten eines Kreises zusammenhängen. Eieieiei. Wo muss ich jetzt die Energiezellen herbringen? Da? So gehört es noch zur Quest. Sammle Energiezellen. Guck mal einer an. Hier muss es noch Energiezellen geben. Was ist das hier? Was ist das hier? Folgt uns hier was? Verfolgt uns hier was? Ich habe keine Ahnung. So, okay, wir sind immer noch hier gefesselt. Liebe Freunde, wir machen hier einen kleinen Cut. Sehen uns dann wieder morgen in aller Frische. Da müssen wir mal schauen, wo es hier wirklich entlang geht in diesem Sinne. Macht's gut, ich traue mich jetzt hier nicht exakt, deswegen verstecke ich mich mal kurz hier. Und ja, sehen uns dann wieder morgen. Euer Franconia, Servus, Leute.